Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ja, ich will mal hier schauen, was wir jetzt vielleicht noch machen können, bevor wir zum Leuchtturm gehen. Weil ich glaube, wenn wir zum Leuchtturm gehen, passiert erstmal die Hauptstory an sich zwar weiter, aber so, wir haben nur 17 Gold. It's one of the pirates. Was? Wo? Wo? Wer will mich attackieren? Der. Surrender now. Komm her! Komm, ich mach dich alle. Und dann gehört dein Gold mir. So. Komm. Okay, der hat mich jetzt erwischt. Okay. Der hat aber ordentlich Schaden ausgesetzt. Ah. Okay, und nochmal. Okay, dann gucken wir mal. Wo hier müsste auch. Eigentlich müsste der Leuchtturm hier irgendwo sein, oder nicht? Wo? Ich bin doch kein Pirat. Was für Traitor? Komm. Alter. Machen wir erstmal beide fertig. Komm. Komm. Kann doch nicht sein. Alter, ich hoffe, ich kann dann. Okay, wenigstens einen Health Potion. Wow, 5 Gold. Können wir mit dem quatschen? Wir haben ja seinen Auftrag. Katara, hello. Hello yourself, Cyrus. So, finished job. I delivered that amulet like you wanted. I think you owe me some money. Indeed I do. I am amazed to see you. I've heard there was some misunderstanding with the governor. Perhaps you were wanted by the Imperials? I never put stock in rumors, however. Egal, wir haben die alle kalt gemacht. Promised. Okay, geil. Wir haben. Was haben wir bekommen? So, was steht hier jetzt? Paid by Kotaro for Amulet. Okay, wie viel haben wir bekommen? 200? 200 Gold haben wir dafür bekommen. Okay. Das machen wir. So. Dann gucken wir mal. Hier gibt es ja eigentlich noch mehr Gebäude, Läden, wie auch immer. So, wo könnte eigentlich der Leuchtturm sein? Ist das hier der Leuchtturm? Ne, Warehouse. Wo ist denn der Leuchtturm? Was ist denn das da für ein Dude? Ach, das ist, Hä? Enter Ships halt. Okay. Brennan. Siren. And how do you do? Will ich mit dem quatschen? Cyrus, just the man I was looking for. But I'm taking a great risk talking to you. You're wanted by the Imperials, you know. Please, come below deck where we can talk in privacy. Okay. Good idea. Lead the way. Was passiert jetzt? Hat er jetzt irgendwas vor? It's one of the pirates. My new friend will be so glad you stopped by. War klar, dass der ein Verräter ist. Okay, woher hätte ich das wissen sollen eigentlich, wenn ich ehrlich bin? Ich hoffe, den mach ich jetzt. I'm glad we met, Red Guard. Ja, ja. Brennan, dich mach ich. Alter. Was ist Brennan für ein Verräter?
Alter. Hallo, wieso kämpft er jetzt nicht? So, okay, Brandon haben wir gekillt. Da haben wir aber noch einen. Gehört sein Schiff jetzt mir? Hallo? Was ist mit dem? Hä? Autsch. Ich will jetzt nicht wissen, wie viel ich jetzt verloren habe an Helm laufend. Alter, komm, geh endlich drauf! Komm, Cyrus, kämpfen! So, wie viel? Alter, was? Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier machen. Excellent. So. This should help. Was hat der? Five. Ah, ich habe keine Health Potions mehr. Ah, Wasser hilft hier bei der Gesundheit. Okay, den müssen wir dann nochmal auffüllen gleich. Open Door. Was gibt's hier so sonst noch? Hier gibt's nichts. Yo, Gold nehmen wir auch noch mit. Okay, nice. Sonst gibt's hier, glaube ich, nichts mehr, außer da hinten vielleicht. Wenn ich jetzt hier noch vorbeikomme. Aber was ist Brennan für ein Verräter? So. Nochmal so. Ah, okay. So klappt's. So. Gehen wir mal raus. Aber okay, das war jetzt interessant. Dass wir von Brandon verraten werden. Hm. Okay, dann gehen wir jetzt noch einmal unsere Flasche da auffüllen am Brunnen. Ach nee, da sind wieder die Waffen. Haben die... Sind die wieder gerespawnt? Habe ich gerade wenig Lust drauf, wenn ich ehrlich bin, gegen die jetzt nochmal zu kämpfen. Schauen, dass ich vielleicht irgendwo kurz mich verstecken kann bei irgendwem. Hä? Wo kommt die Zelte her? Aber wir rennen jetzt eben ganz schnell zum Brunnen. Und so, der will uns jetzt auch wahrscheinlich attackieren. Ja, ja, finde du erstmal deinen Weg zu mir. So, genau, jetzt hier eben ganz schnell den. Hä? Ich hab doch. Ah, okay, kann ich so nicht. Gehe ich vielleicht erstmal hier rein. Vielleicht hören die Wachen jetzt einmal kurz auf, mich zu jagen. Obwohl, wir können einmal gucken. Der hat bestimmt weitere Informationen. Können wir auch mal ausquatschen hier. Ah ja, genau, das war der Khajiit. May your wisdom increase. Hello, Jiffer. Silas. Jiffer. Ah ne, der kommt bei Books. I'd like to buy a book. These shelves hold wisdom and folly in equal measure. Choose carefully. Elven artifacts, Dwarven lore, Flora of Hammerfell, Red Guards, their heroes in history.
glaube, das und das würde mir eher was bringen, als das da, als die anderen da. How much for Elven Artifacts, Volume 3? The hoary tale of the Flask of Lilandril piques your interest. Legend more than history, but a good read for 40 gold. Will it be yours? Okay, 40 gold. Komm, kaufen wir? I'll take it. Jifar is sure you will enjoy it. So. Flask of Lilandril. What do you know of this legendary flask? Legends surround it. But Jifar is sure the flask is real. Scribes of ancient Lilandril record its discovery. Yes, the flask is not of elfish make, despite what you may read. They found it, used it, and lost it. But its creator is unknown. Use of flask? What makes the flask so valuable? Here we have only legend to guide us. Stories tell of the High Wizard of Valenwood himself, defeated by a stable boy, armed only with the flask. Exaggeration, surely, but still a kernel of truth. An anti-magic device of no small power. Anti-magic? It sounds like the flask may absorb magic. Perhaps. That would explain why no mage has ever been able to detect its location. Okay. I'd like to buy a book. These shelves hold wisdom. Das heißt, wir können hier Artefakte finden, oder wie? Choose carefully. Dwarven lore? Do you recommend Favril's Dwarven lore? Narubar Sul's Ancient Tales of the Dweemer is more comprehensive. But hard to come by, alas. And a weighty tome, too, at 16 volumes. For 54 gold, Favril's little book is an excellent overview. Ja, kauf mal, wir kriegen da neue Informationen. Is sure you will enjoy it. Okay, kriegen wir nicht. Aber like guck mal, wir gucken mal these die anderen. Shelves hold wisdom and folly in equal measure. Choose carefully. Flora of Hammerfell, vielleicht können is wir da Flora noch mehr. Of Hammerfell worth buying? The authoritative work, no less. And for the bargain price of 15 gold, it can be yours. Komm, kaufen wir auf. I'll take it. Jifar is sure you will enjoy it. So, wir kaufen I'd alles like mal jetzt. These shelves hold wisdom and folly in equal measure. Redgar. Yep. How much for Redguards, their heroes in history? Your taste runs to the patriotic. A tale to stir the blood and fire the soul of any true Redguard. Although our esteemed governor might not agree, Jifar asks but 20 gold. Komm, kaufen wir. I'll take it. Jifar is wir nehmen alles sure mit. You will enjoy it. So, das letzte Buch nehmen wir auch noch mit. These shelves hold wisdom and folly in equal measure. Choose carefully. Ja? What do you think about Folk's firmament? Less ambitious than Jungkarl's published studies, and less concerned with comparative astrology, though a decidedly human take on the stars of Tamriel. Folk's firmament is not without its own little virtues. Jifar can part with it then for 36 gold. Ja, komm. I'll take it. Jifar is sure you will enjoy it. Okay, mehr hat er nicht. Peace, Desert Walker. I must go. So. Dwarven lore. I need to use this with something else. Ah, okay, das muss ich mit etwas anderes nutzen. I need to use this with something else. Okay. I can't use this by itself.
need to use this with something else. Jetzt bin ich neugierig. It doesn't do anything by itself. Das muss mir doch irgendwas bringen, oder? Ich speichere das trotzdem mal. Warte, wie viel Health Potions habe ich noch? Null. So. Wir machen jetzt ein Safe Game. So. Ich denke, wir können die allesamt noch irgendwie irgendwo gebrauchen. Die Frage ist noch, wo, wann, wofür. So, jetzt erstmal schnell von der Wache weg. Boah, ich will das aber mit den Pflanzen da mal ausprobieren. Nee, bitte nicht. Ja, Trunkenbold. So, können wir da eigentlich jetzt wieder hoch? Können wir da rein? Nee, sieht nicht so aus. Nee, wohl eher weniger. Und keine Ahnung, wo der Leuchtturm sein soll. Aber egal, die Wachen sind jetzt zumindest gerade nicht mehr hinter uns her. Ich würde sagen, wir hauen aber erstmal. Die sind alle hinter uns her. Gehen wir mal lieber hier hinten rum. So, einmal hier dran vorbei. Der Mann. Ah, da haben wir einen Wasserfall. Hier ist der Wasserfall. Hier ist der Park. Das ist es. Nein. Okay, jetzt. Hä? Warte. Da ist ein Weg. Okay, dann schwimmen wir erstmal da durch. Wir haben einen Park gefunden. Das ist die Frage, können wir hier wieder hoch? Nein. Wir müssen da irgendwie wieder hoch. Auf der Seite auch nicht. Wir haben den Park gefunden. Hier sieht es aus, als könnten wir hoch. Ja. Und dann hoffe ich, wir können da irgendwie hinspringen. Das sieht aus wie so eine Plattform. Das sieht aus, als können wir dahin. Ja, da ist ein Gang. Da ist ein Weg. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Am besten. Nein. Oh, bitte greif mich jetzt nicht an. Ich habe keine Zeit dafür. Mach mal. Alles klar. Ich mache hier jetzt ein Safe Game. So. Dann gehen wir da mal rein. Würde ich sagen. Nein, nicht weiter nach oben, nach unten. Das ist jetzt interessant, dass wir das jetzt gefunden haben. Okay. Was ist denn das da? Hat er jetzt eine bessere Waffe? Autsch. Okay, der erwischt mich auch.
Warte, ich gehe mal vielleicht einen Schritt so. Ah, okay, nice. Search Buddy. Was ist denn das? Gibt es hier noch mehr? Ich gehe mal von aus. So, was war denn das jetzt, was ich habe? Hier, Torch. Wer hatte nur eine Torch gehabt? So. Ah, okay. Aber hier... komme ich gerade, glaube ich, nicht weiter, oder? Sieht nicht so aus. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Nee, bitte wieder einstecken. Dann gehen wir mal wieder hoch. Aber krass, dass wir das jetzt entdeckt haben. Und wir jetzt wissen, wo der Park ist. Da haben sich zwei übereinander gebildet, Bilder. Okay. Uns bleibt eh nichts anderes über, als hier durchs Wasser bis da hinten hin durchzuschwimmen. Und doof, dass wir wieder keine Health Potions haben. Kann ich jetzt... Sainsport, da war doch ein Leuchtturm. Lass mal da hin, nach Sainsport. Da können wir hin, wegen der Hauptstory. So. Die Dudes sind aber jetzt hoffentlich nicht hinter uns her, oder? Warte mal. Genau, wir müssen die über die Brücke jetzt wieder an den Waffen vorbei. Bleibt uns keine andere Wahl. Der Dude auch schon wieder daneben. You won't escape, traitor. You won't escape. I'll ja, ja. Yours yet. So. Schnellster Weg nach Sainsport. Da waren wieder Delfine da hinten. Boah, wie geil. So, okay. Jetzt einmal gucken. Schnellster Weg nach Sainsport. Vielleicht stand das sogar auch irgendwie in den Dingenskirchen, hier in den im Journal, in den Notizen, dass wir nach Sainsport müssen, aber ich bin so faul, was Lesen angeht, dass ich das nicht gelesen habe oder nicht wollte. Ja, ja. Ist klar, dass die gleich hinter mir her sind wieder. So, die Dwemer-Ruine, die lassen wir aber jetzt erstmal in Ruhe. Wir gehen jetzt doch lieber erstmal nach Sainsport. So, wie schnell kommen wir da jetzt an? Und wie lange laufen uns die anderen beiden Dudes da, oder wie viele auch immer das jetzt mittlerweile sind, wie lange laufen die uns noch hinterher? So, wie weit sind die? Ach, die sind schon nicht mehr hinter uns. Okay. Sind wahrscheinlich schon weit genug von denen entfernt. So, und da ist schon Sainsport. Nice. Und da ist der Leuchtturm. Da müssen wir hin. Das ist das Wichtige.
Achso, warte, genau. Erstmal den. Ja, geil. So, okay. Dann einmal nach oben. So, einmal auf Schwert wieder wechseln. So, Cyrus, bitte nach oben. So. Einzige, was ich jetzt hier ein bisschen doof finde, ist, wir können hier nicht skillen. Wir können uns nicht aufrüsten, neue Waffen oder sonstiges holen. Look at Pyre. Pyre's been lit recently. Someone's been here. Pull lever. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Warte mal. Vielleicht brauche ich einen Torch. Ja. Lightfire. Ah, okay. Dann wechseln wir jetzt wieder auf Schwert. Und... Passiert da was jetzt? Finally, a ship's coming. Ah, okay, da kommt... Ah, wie geil. Schiff gefällt mir auch schon mal von den Farben. Schwarz-Rot mit Gold und Weiß. Okay, nice. Gehen wir mal runter. Ich sehe nicht einmal den Weg, nicht, dass ich jetzt gleich runterfalle. So. Muss man ganz vorsichtig sein. Ab dem Moment, wo man rennt, fällt man überall runter. So. Und verfolgt wurden wir auch bisher noch nicht. So, bevor wir aber mit der quatschen, mache ich einmal ein Safe Game. Und dann würde ich sagen, quatschen wir mit der guten Dame in der nächsten Folge, die da unten ist. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Thank you.